Nach dem chaotischen TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden hat sich US-Präsident Trump zum Sieger der ersten Debatte vor der Präsidentschaftswahl erklärt. Er sagte am Mittwochabend Ortszeit bei einem Wahlkampfauftritt in Duluth, Minnesota: We, all of us won big last night. And I don't know, did you hear about this? In the history of cable television had the highest ratings of any show in the history of cable television. Mit dieser Aussage lag Trump jedoch falsch. In den USA sahen nach Angaben des Instituts Nielsen mehr als 73 Millionen Menschen die Debatte im Fernsehen. Das waren weniger Zuschauer als 2016, als schätzungsweise 84 Millionen Menschen die erste Debatte zwischen Trump und der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton schauten. Trump nutzte den Auftritt, um vor Anhängern seine Version der Debatte zu schildern und seine Angriffe auf Biden fortzusetzen. Zitat: Ich habe Joe Biden für seine 47 Jahre der Lügen, 47 Jahre des Verrats und 47 Jahre des Scheiterns zur Rechenschaft gezogen, sagte Trump zu Beginn seines Auftritts in Anspielung auf die lange politische Karriere seines Kontrahenten. Joe Biden ist zu schwach, um dieses Land zu führen, behauptete Trump. Biden schrieb auf Twitter: Letzte Nacht hat untermauert, warum ich in dieses Rennen eingestiegen bin. Wir befinden uns in einem Kampf um die Seele dieser Nation und es ist ein Kampf, den wir gewinnen müssen. Die Debatte war von Chaos und persönlichen Angriffen dominiert worden. Vor allem Trump fiel Biden, aber auch dem Fox-Moderator Chris Wallace immer wieder ins Wort. Das TV-Duell glitt daraufhin ins Chaos ab. Biden bezeichnete Trumps Auftritt am Mittwoch als Peinlichkeit für das Land. Der Moderator der Debatte, Chris Wallace, zeigte sich enttäuscht über den Verlauf. Bei einem geordneteren Ablauf hätte es, Zitat, ein viel nützlicherer Abend werden können, sagte er am Mittwoch der New York Times.